Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, Freunde, gibt es mal wieder so ein kleines Markencheck-Video. Das heißt, wir gehen zuerst in den Live-Kopf rein und packen das Ganze dann aus. Ich gebe dazu meine Bewertung ab und so weiter. Solltet ihr schon von, ich glaube, No Face Studios kennen. Sowas in die Richtung wird es wieder. Heute geht es nämlich, ich glaube, ich habe es gar nicht erwähnt, um Heaven Can Wait. Ja, ich verlinke euch auf jeden Fall alles unten. Macht eigentlich so nit. Heute ist aber so ein lilaner Hoodie am Start. Finde ich extrem nice. Könnt ihr gerne auschecken mal die Seite. Den versuche ich heute zu koppen. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer, aber das sollten wir schon hinbekommen. Ich guck mal auf die Uhrzeit. Und ja, ich bin noch ein bisschen nervös vom Job. Nimmt mir das nicht übel. Das zum Video an sich. Wir gehen jetzt in den Live-Kopf rein. Hoffen, dass wir das Produkt bekommen. Ansonsten werdet ihr das Video hier nie sehen. Und dann gibt es dann so ein kleines Unboxing. Wir gehen auf die Qualität und so weiter ein. Werdet ihr dann aber auch im Cut sehen. Und dann würde ich sagen, wie immer könnt ihr mich natürlich mit einem Like und einem Abo hier auf dem Kanal supporten. Und dann würde ich sagen, machen wir es nicht riskant. Ja, ich bereite mich so gut wie möglich vor und dann gucken wir, dass wir den bekommen. So, Freunde, ich denke, ich bleibe einfach hier auf der Website an sich, aktualisiere das Ganze. Ich mache mal ein paar Sekunden davor. Okay, ist noch nicht online. Immer noch nicht online. Hoodie kommt gar nicht. Das war ein Prank. Hoodie scheint doch nicht zu kommen. Wir gucken mal in die. Ja. Ah, jetzt ist er da. Einmal. Nervös. Ich bestelle ihn auf jeden Fall in M. Das Ganze geht über PayPal. Der Drop plus der Supersoft Archive Drop. Ein besserer Tag kann man sich doch gar nicht vorstellen. Extrem nice. So, checken wir aus. 12 Euro Shipping. Okay, da war jetzt irgendwas von Apartment, was man eigentlich immer freilassen kann. Das musste ich jetzt angeben. Okay, wir haben ihn bekommen. Sehr nice auf jeden Fall. So, Freunde, ich habe den Hoodie jetzt sicherheitshalber mal in L auch noch gekauft. Bei mir wurde gesagt, ich soll eine L nehmen. Aber da wurde auch bei, keine Ahnung, 1,83 immer noch L angegeben. So, deswegen gehe ich auf Nummer sicher. Hol zwei Sizes. Erfolgreicher Drop und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mit dem Paket. Bei mir wird das wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern. Boah, ich sehe das jetzt ein paar Sekunden. Peace. So, Freunde, hier bin ich wieder, natürlich mit anderen Klamotten. 5 Tage später sind die Pakete jetzt hier angekommen über DHL Express, also gar kein Stress. Ich konnte die Sendung auch verfolgen, also alles easy, glatt abgelaufen. Und genau, ich würde mal sagen, gucken wir mal in die Pakete rein, gucken, wie die Qualität ist, wie der Fit ist und so weiter. Ich bin sehr gespannt und ja, machen wir mal die Pakete auf. Wie ihr schon im Live-Kopf gesehen habt, habe ich ja einen M und einen L bestellt. Deswegen habe ich hier auch zwei Pakete. Ich werde euch natürlich nicht meine Adresse zeigen, sondern einfach gleich mal zu den Paketen kommen und die aufmachen. Ist ja so eine ganz Standard, schon eine nice Plastikverpackung hier mit dem Skelett. Ist, glaube ich, das Logo vielleicht sogar. Und hier vorne hat man dann halt auch Heaven Can Wait Schriftzug. Da steht aber meine Adresse drauf. Deswegen zeige ich euch das nicht. So, Freunde, ich mache das Ganze jetzt mal hier auf. Ist ein bisschen schwieriger. So, hier ist schon der erste Pulli. Legen wir den mal dahin. So, Freunde, und hier ist auch der zweite Pulli. Wir haben hier einmal M und hier einmal L. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um M. Das Ganze kommt hier in so einer Standard Plastikverpackung an. Also nichts Besonderes, kein Logo drauf, einfach nur der Hoodie. Hier hat man dann oben noch so ein Zip-Tag, also ich denke, ihr wisst, was ich meine, einfach so ein Ding, das man hier aufmachen kann, um den Hoodie rauszuholen. So, jetzt ist die Plastikverpackung auch endlich weg. Das macht ziemlich viel Krach. Kommen wir jetzt mal zum Hoodie. Genau, gucken wir uns mal an. Der Hoodie hat jetzt ca. 110 Euro gekostet. Finde ich, ist schon hochpreisiger, muss ich sagen. Deswegen ja, würde ich schon gern was von der Qualität hier erwarten. Ja, zeige ich den Hoodie nochmal, dass ihr den so mal komplett seht. Ja, das ist hier natürlich eine ungünstige Pose für den Hoodie. Genau, so sieht er im Großen und Ganzen aus. Wir haben hier vorne das Logo, das Skelett, was wir schon auf der Plastikverpackung hatten. Einfach hier so ein Skelett. Und auf der Kapuze haben wir dann Heaven Can Wait. HCW, auch ganz cool auf der Kapuze, ein bisschen so Red Mars Style. Genau, hier sind ein paar Fäden am Start.
Ist, denke ich mal, aber nicht so schlimm. Ich denke, der Woody hat einen starken Cropped-Look und hat die Ärmel ein bisschen länger geschnitten. Finde ich auch ganz cool. Hatte ich so bisher noch nie in meinem Kleiderschrank. Deswegen, ja, wenn ich den Fit cool finde, dann wird es, denke ich mal, ein ganz nicer Woody, den ich habe. Innen drin haben wir dann hier noch das Heaven Can Wait Logo, beziehungsweise hier so ein Tag mit natürlich der Größe M. Und ansonsten checken wir mal die Qualität von innen ab. Ist so ein rauer Stoff, wir haben ihn jetzt nicht so einen weichen, finde ich eigentlich auch sehr wild. Und ansonsten gucken wir mal hier noch das Hangtag innen drin. Ne, okay, hier innen drin haben wir kein Hangtag. Und ansonsten, was kann ich zum Stoff sagen? 110 Euro ist er wahrscheinlich nicht wert. Also, ja, es ist auf jeden Fall kein Stoff, den ich für 110 Euro erwarte. Es ist schon ein dünnerer Stoff, keinen Fall mit Peso, 6PM und so weiter zu vergleichen. Also auch auf gar keinen Fall mit irgendwie Gildan oder so. Also, es ist schon ein guter, hochwertiger Stoff, aber nicht so hochwertig, wie ich es mir erhofft hätte. Und der Print hier hätte auch besser sein können. Also es ist alles in Ordnung für 110 Euro, muss man natürlich immer abwiegen, ob sich das lohnt für einen, weil es halt schon ja, eine Stange Geld ist für so ein Hoodie, gerade weil es auch so ein gewagterer Hoodie ist, ja, so lila. Gut, lila ist jetzt eine Farbe, mit der ich kein Problem habe, die werde ich oft tragen. Und genau, das zum Pulli, würde sagen, ich ziehe den einfach mal an und dann könnt ihr auch noch mal mehr zum Fit sagen. So, Freunde, ich habe jetzt den Hoodie mal angezogen und ich muss sagen, der Fit ist echt geisteskrank, also für 110 Euro muss ich meine Aussage nochmal ändern. So ein Fit bekommt man meines Wissens nach für 110 Euro nicht wirklich, also das ist wirklich No-Joke, so ein richtiger Wet More-Style. Finde ich extrem nice, ich zeige euch den Fit gleich nochmal besser. Hier noch mit der Kapuze, sitzt auch sehr nice meiner Meinung nach. Und ansonsten, ja, der Hoodie riecht natürlich ein bisschen, kann man, denke ich mal, ja, für so einen Preis nicht erwarten, dass er komplett neutral riecht. Ansonsten haben wir hier noch zwei Bändel, mal gucken, ob ich die rausmachen werde. Bei dem Hoodie haben wir auf jeden Fall ja ziemlich einen Crop-Look, plus ja, breite Ärmel, plus ziemlich lange Ärmel. Das ist jetzt so meine ausgestreckte Hand. Also ihr seht, die Ärmel sind ziemlich lang. Und ja, die Marke hat mir eine L empfohlen. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich mit M ziemlich zufrieden. Bin 1,77, 68 Kilo, nur so als Anhaltspunkt. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch mehr oder weniger gut, ja, wie der Fit von dem Hoodie ist. So, Freunde, ich versuche euch das so gut wie möglich in meinem Zimmer jetzt zu zeigen. Und genau, einfach ziemlicher Crop-Look, den man hier hat. Ja, kombiniert hier zu Adidas Jogger. Ne, auf jeden Fall hier zum T-Shirt im Vergleich. Mein T-Shirt ist auf jeden Fall ein bisschen länger, also ziemlich cropped. Dann die Ärmel. So ist es, wenn ich ja, gar nichts mache. Einfach so der normale Look. Und so einen Schnitt hatte ich auch noch nicht. Wir haben hier dann noch die Tasche. Finde ich eigentlich auch ganz nice. Und ansonsten natürlich Cropped Shoulders und so weiter. Uniker Fit, den man hier hat, auf jeden Fall, gefällt mir extrem gut. Und dann natürlich noch die Prints hier in Hoodie noch so ein bisschen detailreicher machen, finde ich auch sehr nice. Und wenn ihr noch was zum Fit sehen wollt, dann guckt einfach auf der Heaven Can Wait Instagram-Seite, ist natürlich unten verlinkt und da seht ihr, denke ich mal, noch ein paar mehr Fitbilder. So, Freunde, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Hoodie. Werde den jetzt die Tage auf jeden Fall ein paar Mal öfter rocken und werde euch dann vielleicht mal in einem LPU oder so noch ein Feedback geben. Und dann würde ich sagen, checkt gerne die Seite aus, schreibt mir eure Meinung zu dem Hoodie in die Kommentare. Ist natürlich ein bisschen ja, gewagter Schnitt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag um 14 Uhr hier auf dem Kanal wieder mit einem neuen Video. Haut rein, Freunde. Peace.